Willkommen zurück zu GTA San Andreas auf dem Server von RCL Real Citizens Live.de. Beschreibung wie immer unter dem Video mit Link zum Forum, damit man sich hier registrieren kann und auf dem Server spielen kann, wenn er euch denn Spaß macht. Dafür mache ich ja die Videos, dafür zeige ich euch ein bisschen meinen Berufsalltag hier als Busfahrer. So, Linie 1 und 2 hatten wir ja bereits beendet, das heißt, Linie 3 wird jetzt versprochen. Unseren altbekannten Befehl eintippen, der geht übrigens auch für jeden anderen, der auf dem Server ist. Dann kann er nämlich genau dieselben Informationen abrufen, das heißt, er sieht, welche Linie das ist und die Aktivität. Die Aktivität besagt also, dass zum Beispiel ein Fahrer gerade im Moment Linie 1 von Avispa nach Imperial Station fährt oder eben, so wie hier in dem Fall jetzt überall 0, denn es ist ja sowieso außer uns gerade im Moment keiner auf dem Server. Und deswegen kann natürlich auch kein anderer die Linie fahren. Auf Bots wird größtenteils verzichtet. Bots nehmen immer zu viel Speicherkapazität weg. Das würde auch den Server nur unbedingt, oder nur unbedingt kann man nicht sagen, aber ab und an wahrscheinlich zum Absturz bringen, und das muss ja nicht sein. So, Linie 3, Linie 4, beide City Hall. Wir nehmen aber erstmal Linie 3, nehmen dann natürlich auch die Startstation City Hall, denn die ist nicht so weit von hier weg. Müssen dann zum Freeway und fahren von da aus wieder zurück. Wie schon gehabt, ausgewählt. Aus dem Busbahnhof raus, erstmal zur City Hall hingefahren. Ein Weg, den ich glaube ich nicht unbedingt jetzt rausschneiden muss, wie eben die Fahrt zur Linie 2. Denn die City Hall ist ja im Grunde direkt da vorne. Und da wir hier die Ampeln und sowas nicht beachten müssen und 80 fahren dürfen, auch wenn ich jetzt gerade wieder ein bisschen schneller bin, dürfte das normalerweise relativ zügig gehen. Hier der Wendehammer, da vorne sehen wir unsere Station schon. Einmal abbiegen, auch wenn es hier immer ganz knapp ist mit den ganzen Leuchten. So. Angehalten. Und Linie begonnen. Die nächste Haltestelle befindet sich dann oben am Krankenhaus. Da biegen wir hier ab. Fahren hier geradeaus durch. Müssen dann hier auch wieder rechts abbiegen. Und das ist jetzt die Haltestelle, die kennt man bereits von Linie 1. Und zwar auf dem Weg zum Busbahnhof ist das die Station. Da hält dann auch die Linie 1. Das heißt, hier kann man beruhigt umsteigen, wenn man es denn möchte. Also die Linien sind miteinander auch relativ gut verbunden, sodass dann eine komplette Erreichbarkeit abgedeckt ist. Auch wenn das vielleicht so gut wie kaum einen Fahrgast interessieren mag. Hier dann die nächste Haltestation. Wir erinnern uns, mit Linie 2 sind wir da hinten über die Kreuzung gefahren. Also über die da. Da war zwar nicht direkt eine Haltestelle, aber hier können wir eigentlich auch direkt abbiegen. Das macht hier keinen großen Unterschied. Und sind dann auch wieder tatsächlich bei Linie 2. So haben wir dann mit der Linie 3 sozusagen dann die Verbindung zu 1 und 2 ebenfalls. Denn das hier ist dann auch wieder die Haltestelle vor dem Blitzer. Mit dem Unterschied, dass wir natürlich jetzt hier nicht rechts abbiegen müssen, wow, Warmblinkanlage, sondern wir müssen links abbiegen. Da kommt dann der kleine, aber feine Unterschied. Sodass die Stadt bereits jetzt schon eine relativ angenehme Flächendeckung hat. Keine komplette, aber eine angenehme, wenn man zu Fuß unterwegs sein möchte. Hier kommt dann auch wieder ein ganz schweres Ding, denn hier müssen wir bereits hochfahren und man sieht ja schon, der Berg hat es in sich. 18 Stundenkilometer, dann geht es wieder etwas hoch auf 25, 26, 27, 28. Dann wieder knapp, weil der Bus ja hier auch schürft. Leider, leider, leider. Dann biegen wir hier rechts ab. Haben dann auch da nochmal die starken Steigungen. San Fierro, wie es leibt und lebt. Lässt sich ja leider nicht ändern. Und fahren dann hier links rein für die nächste Haltestelle. Hätte man vielleicht auch eher auf die Hauptstraße setzen können, aber so kommt man da nochmal
zu dieser schönen, ja, wie soll man sagen, schön ist natürlich was anderes, wenn da Schrottkarren stehen. Aber zu anderen schönen Gebäuden. Hier biegen wir wieder links ab. Und auch hier hat man wieder die Möglichkeit, man könnte jetzt schon hier rechts abbiegen, macht aber natürlich wenig Sinn, weil man dann doppelt abbiegen muss. Da fährt man lieber eine weiter. So, und biegt dann hier rechts ab. Jetzt sieht man schon, der Blinker hat nämlich gerade noch nicht funktioniert, weil die Steigung zu groß war. Und fahren dann da geradeaus durch. Macht den Weg wieder wesentlich angenehmer. Hier dann übrigens auch der Supermarkt. Hier kann man sich verschiedene Sachen kaufen. Einen Fallschirm, ein Handy, ein Smartphone, Handykarten natürlich auch. Damit man immer erreichbar ist, beziehungsweise damit man jemanden erreichen kann. Alles, was das Herz begehrt, dort in diesem Shop. Auch hat man die Möglichkeit, da zu klauen, aber es gibt also eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ein Ladendieb entdeckt. Von daher nicht empfehlenswert, wie so viele andere Straftaten auch. Wie es im richtigen Leben ja tatsächlich auch ist. Straftaten sollten nicht unterstützt werden, sind nicht lohnenswert. Nicht machen. So, was ist das denn? Jetzt fängt schon wieder schlechtes Wetter an, obwohl wir es eben so schön gut hatten. Das darf nicht wahr sein. Irgendjemand macht uns hier gerade das Video zur Hölle. So, und dann haben wir Fahrtende. Wähle ich direkt die Rücktour aus. Einmal vom Freeway wieder zurück zur City Hall. Okay, jetzt müssen wir darüber. Dafür können wir hier den Wendepunkt nutzen. Boah, das war schon knapp. Der Bus hat ja auch einen riesen Wendekreis. Einmal hier angehalten. Da steht sogar schon Hot Rod vor der Tür. Aber bevor wir jetzt unsere Abbiegung verpassen. Und er kämpft sich wieder den Berg hoch mit 43 Sachen. Kommt einer hier vor wie im Schneckentempo. Linie 3, auch deswegen nicht unbedingt einer der beliebtesten Linien, wenn man so will. Linie 2 ist da wesentlich angenehmer zu fahren. Linie 1 natürlich auch, auch wenn die Steigungen drin sind. Aber je mehr Fahrer da sind von dem Unternehmen, desto spannender wird das natürlich auch, die anderen Linien zu fahren, weil man dann eventuell seinen Kollegen begegnet, auf unterschiedlichen Strecken begegnet und damit natürlich auch wieder eine viel, viel höhere Erreichbarkeit gegeben ist für den Fahrgast. So, auch hier kämpfen wir uns jetzt wieder den Berg hoch. Mir fällt gerade irgendwie auf, dass ich in diesen GTA-Videos sehr oft so sage. So. Hier dann blinken, auch wenn es die Steigung nicht zugelassen hat, dass man es gesehen hat. Hier kann man den Blinker direkt anlassen. Und weil der Bus natürlich so lang ist und die Steigungen so hart und scharf kommen, haben wir auch die Kurve gerade nicht richtig nehmen können. Linie 3, also in der Hinsicht wirklich schon sehr tückisch. Hier auch, hier sollte man schon bremsen, denn so ein Bus hat natürlich auch einen viel längeren Bremsweg, damit man hier nicht plötzlich vorbeirauscht. Ja, ab und zu drückt man drauf, aber der Blinker geht nicht aus. Dann drücke ich wahrscheinlich nie fest genug oder so, oder nicht lang genug, ich weiß es nicht. Aber auch hier dann nochmal die Frage, wem fällt das denn noch auf? Normalerweise gewöhnt man sich, wie gesagt, sehr, 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 sehr schnell an dieses Blinkersystem. Sodass es mich schon wieder seit dem letzten Mal, als es erwähnt wurde, gar nicht aufgefallen ist, gar nicht gestört hat.
So, und wir sehen, Linie 3 neigt sich auch gleich ebenfalls schon dem Ende. Wir sind da vorne wieder am Krankenhaus. Haben auch zum dritten Mal bereits in dieser ganzen Videoserie $180 bekommen. Sprich, wir sind also schon mindestens eine halbe Stunde am Aufnehmen, maximal 45 Minuten. Da geht die Zeit wirklich schnell ins Lande. Und noch schneller geht's, wenn mehr Leute da sind. So wie ihr vielleicht, wenn ihr euch registriert, wenn ihr noch nicht registriert sein solltet. Alles gar kein Problem. So, und da haben wir auch wieder so eine schöne Sache, nämlich mit der Anfahrt. Wir sehen von hier aus schon, dass die Haltestelle auf der anderen Seite ist. Das heißt, wir können hier zwar links abbiegen und die Haltestelle anfahren, aber das wäre natürlich unrealistisch, deswegen biegen wir hier rechts ab, fahren einmal im Kreis, um wieder an der richtigen Seite anzukommen. Auch wenn die Kurven hier ganz, ganz schön stark hart sind. Hier sogar mit Blinker. Einmal hier angehalten und voilà, Fahrtende. Wir haben die Hin- und die Rückfahrt überstanden. Linie 3 war das gerade. Also bleibt noch eine übrig, Linie 4. Die werde ich euch natürlich auch jetzt gleich noch zeigen. Allerdings wieder in einem Extra-Video. Ich sage tschö tschö, denn vielleicht hat der eine schon wieder gar keine Lust mehr weiter zu gucken, weil er sagt, ist ja öde, ist immer dasselbe. Von daher kann er dann jetzt auch beruhigt abschalten, wenn er die vierte Fahrt nicht mehr sehen möchte. Allen anderen wünsche ich dann gleich im nächsten Video viel Spaß. Tschö, tschö.